schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Axel Groß und ich habe die große Freude, heute den Sprecher des heutigen Vortrages einzuführen, Herrn Franz Josef Rademacher. Und er wird uns in seinem Vortrag über Energie, Klima, Zukunft, Navigieren in schwierigen Gelände berichten. Und wenn man Herrn Rademacher sozusagen einführen will, dann wird man fast von Quellen überwältigt. Er ist also eine sehr, sehr prominente Figur. Er ist bekannt geworden durch sein Eintreten für eine weltweite ökosoziale Marktwirtschaft und durch sein Engagement auch im Global Marshall Plan Initiative für eine gerechtere Globalisierung. Er ist in Aachen geboren. Da habe ich mich gefragt, ob Sie gestern Abend einen Pflichttermin hatten, wieder den tierischen Ernst oder ob das dann nicht mehr. Nein, das ist nicht mehr. Okay, gut. Und dann hat er sowohl Mathematik als auch Wirtschaftswissenschaften studiert an der RWTH Aachen und hat auch in beiden Fächern promoviert. 1974 in Mathematik und 1976 in Wirtschaftswissenschaften. Und an der RWTH Aachen hat er dann auch habilitiert im Jahre 1982 im Fach Mathematik. Dann war er zunächst Professor an der Universität Passau und ist 1987 an die Universität Ulm gekommen und wurde dort auch Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissenschaftsverarbeitung, FAW oder FAWN, die Nachfolgeorganisation, und ist dann im Jahre 2018 emeritiert worden, nach vielen Jahren an der Universität Ulm. Nun, er ist sehr, sehr stark engagiert in vielen, vielen Bereichen. Seine Forschungsschwerpunkte allgemein sind globale Problemstellungen, lernende Organisationen, intelligente technische Dinge, Big Data und das Internet der Dinge, Umgang mit Risiken, Fragen der Verantwortung von Personen und Systemen, umweltverträgliche Mobilität, nachhaltige Entwicklung, Überbevölkerungsproblematik, Welternährung, Klima und Energie, Regulierung des Weltfinanzsystems. Insofern passen Sie natürlich hervorragend in diese Vortragsreihe. Und ich muss Ihnen ehrlich gestehen, als ich das alles gelesen habe, diese Themen, und dieses Institut war ja eins der ersten Institute für künstliche Intelligenz, habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht waren Sie Ihrer Zeit zu weit voraus. Denn die künstliche Intelligenz und Big Data ist ein Megathema heutzutage, das auch gerade in der Forschung, also nicht nur allgemein sozusagen für das Internet der Dinge und so, sondern auch in den Naturwissenschaften und so spielt das eine immer größere Rolle. Und Sie haben dann auch viele Positionen, Ämter eingenommen in der Politik. Ich kann hier auch nur wieder einige vorlesen. Sie sind Ehrenpräsident des Senats der Wirtschaft e.V., Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums Europa, Mitglied des Club of Rome seit 2002, auch seit kurzem Mitglied der Kommission Nachhaltiges Wirtschaften, Handeln und Finanzieren des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie waren Mitglied 18 Jahre lang im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und außerdem Präsident des Senats der Wissenschaft e.V. Trotz dieser vielen Interessen, dieser vielen Ämter sind Sie aber trotzdem eigentlich Mathematiker, glaube ich, geblieben. Und ich kann mich genau erinnern, Sie haben mir nämlich 2015 dieses Buch zukommen lassen, zusammen mit dem Kollegen Thomas Kempke, Income Modeling und Balancing. Da geht es um Lorenzkurven. Lorenzkurven sind dazu da, um die Einkommensverteilung in der Gesellschaft darzustellen. Hat sowas mit Pareto-Kurven auch, glaube ich, zu tun. Das ist eher, wo ich mich auskenne. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich habe das nicht ganz intensiv durchgearbeitet. Das Buch ist also wirklich schwere Mathematik, aber tatsächlich ist es vielleicht was für unsere Kinder. Unser Sohn studiert Mathe und unsere Tochter BWL. Also vielleicht können die dann zusammen sich das durcharbeiten. Und damit freue ich mich sehr stark auf Ihren Vortrag und bitte Sie, mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Vielen Dank, Herr Rademacher. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle, freue mich hier zu sein. Herr Groß, ich danke für die Einführung. Wir hatten ja auch schon bei den Hochschultagen miteinander zu tun. Und Frau Beuninger, vielen Dank. War ja schon öfter hier. Sie organisieren ja viele spannende Programme. Nun, das Thema heute ist ein Thema, das mich seit Jahrzehnten beschäftigt. Den Club of Rome seit 50 Jahren. Das aber so in den letzten 3-4 Jahren stärker ins allgemeine Bewusstsein eingetreten ist. Aber, muss man dabei sagen,
eher im Panikmodus. Also die Gesellschaft macht nichts und dann irgendwann dreht sie durch. Wobei das aber nicht besonders hilfreich ist. Also da sagten die Lateiner, sine ira estudio, also wenn es schon mal ernst wird, denkst du besser nach. Wir haben eher Aktionismus, was nicht besonders hilfreich ist, weil die Lage wirklich schwierig ist. Ich benutze normalerweise keine PowerPoint, habe das aber jetzt trotzdem mal getan, weil es doch eine sehr begrenzte Zeit für sehr viel Stoff ist. Und ich gucke jetzt mal hier direkt in die erste Seite. Und die deutet auf ein 50-Jahre-Jubiläum hin. Das wird dieses Jahr auch in mehreren großen Events gewürdigt. Das ist der Ausgangspunkt der Debatte über Nachhaltigkeit. Vor 50 Jahren, es war auch das Jahr, wo der Club of Rome Grenzen des Wachstums publiziert hat. Es gibt auch die eine oder andere Veranstaltung dieses Jahr. Aber damals war in Stockholm die erste weltweite Umweltkonferenz, betrieben von den reichen Ländern. Und die wollten eine Charta zum Schutz der Umwelt verabschieden. Es gab die Menschenrechtscharta, die gab es. Jetzt wollte man also die Umwelt schützen. Große Konferenz in Stockholm. Und dann ist eine Art Skandal passiert. Auf der einen Seite haben Vertreter des Südens den Amerikanern Vorwürfe gemacht für die Art, wie sie Krieg führten in einigen Ländern und dabei die Natur zerstörten. Aber das Wichtigste war Indira Gandhi, die junge Ministerpräsidentin von Indien. Indien war damals ja erst relativ kurz unabhängig. Und dann stand Indira Gandhi auf und sagte, eins muss euch ja klar sein in den reichen Ländern. Ihr habt euren Wohlstand auf dem ganzen Globus zusammengeplündert und um die Umwelt habt ihr euch auch nie gekümmert. Und jetzt seid ihr reich und wollt euren Wohlstand schützen, indem ihr die Umwelt schützt. Und das wollt ihr jetzt so machen, dass wir, die wir arm sind, nicht mehr tun dürfen, was ihr durftet, als ihr arm wart, womit wir dann arm bleiben, was euch besonders hilft, reich zu sein. Also es lohnt sich, ein, zwei Minuten sich mit ihren Überlegungen zu beschäftigen. Ja, sagt, da ist jemand reich geworden, indem er als Erster kam und alles nutzte, was da war. Und jetzt, wo er reich ist, erklärt er, so kann man das aber nicht machen, das zerstört die Welt. Und damit will er im Grunde genommen Regelungen schaffen, die jetzt armen Ländern nicht mehr erlauben, auf diese Weise reich zu werden. Weshalb sie dann eben arm bleiben. Wobei das für den Reichen besonders attraktiv ist, wenn die Armen arm bleiben. Denn dann brauchen sie kaum Ressourcen und alle Ressourcen fließen den Reichen zu. Also Indira Gandhi hat gesagt, mit uns nicht. Wir unterschreiben keine Charta zum Schutz der Umwelt. Wir wollen nachholenden Wohlstand. Und nur unter der Bedingung, dass wir nachholenden Wohlstand bekommen, sind wir bereit, mit euch zusammen die Umwelt zu schützen. Und ohne nachholenden Wohlstand gibt es mit uns keine Klimavereinbarung, keine Umweltvereinbarung. So, diese Konferenz ist gescheitert. Die hat keine Charta hervorgebracht, sondern einen Prozess gestartet, der 20 Jahre später in Rio letztlich zu einer Übereinkunft geführt hat über eine nachhaltige Entwicklung. Sie werden das kennen. Es war die Brundtland-Kommission mit einer Position, die im Wesentlichen darin besteht, dass man jetzt beides gleichzeitig will. Man will die Umwelt schützen und man will nachholende Entwicklung ermöglichen. Deshalb hieß dann auch die Konferenz eine Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Also Rio war eine Konferenz für Umwelt und Entwicklung,
weil die reichen Länder eine Konferenz für Umwelt wollten und die armen Länder wollten eine Konferenz für Entwicklung. Und Umwelt und Entwicklung gleichzeitig, das ist der Kern der Nachhaltigkeitsdebatte. Das weiß aber mittlerweile auch keiner. Mittlerweile glauben die Leute, die Nachhaltigkeitsdebatte wäre die Frage, ob wir vegan ernähren, wir uns vegan ernähren. Und dann gibt es noch Leute, die glauben, die Nachhaltigkeit hätte etwas mit der Schadstofffracht im Rhein zu tun. Also alle möglichen Partikularprobleme. Ich sage immer, bei uns ist Nachhaltigkeit mittlerweile, ob es einen Yogakurs gibt. Es gibt praktisch nichts, was nicht unter Nachhaltigkeit segelt, hat aber nichts mit dem Problem der Nachhaltigkeit für den Globus zu tun. Und das ist das Problem, ob wir eine nachholende Entwicklung hinbekommen und gleichzeitig die Umwelt und das Klima schützen. Und der Befund ist klar, eindeutig. Wir sind seit Rio praktisch keinen Schritt weitergekommen. Und es gab 20 Jahre später Rio plus 20. Und da sind wir natürlich auch keinen Schritt weitergekommen. Also mit anderen Worten, die Situation hat sich in allen Dimensionen in diesen 50 Jahren permanent verschlechtert, obwohl wir jetzt von morgens bis abends über Nachhaltigkeit reden. Jetzt kann man sich fragen, woran das liegt. Und einer der Hauptgründe ist die nach wie vor galoppierende Entwicklung der Weltbevölkerung. Also bei uns, da gehen die Zahlen nur so hoch. Ich bin Jahrgang 1950, da gab es 2,5 Milliarden Menschen. Heute gibt es 7,5 Milliarden, aber in 30 Jahren gibt es schon 10 Milliarden. Auf der Welt kommt jedes Jahr kommt die Bevölkerung Deutschlands dazu. 80 Millionen pro Jahr macht in den nächsten 30 Jahren diese 2,5 Milliarden. Deutschland jedes Jahr dazu. Also das bedeutet, dass wir jedes Jahrzehnt die Bevölkerung der EU dazu bekommen. Wir bekommen bis zum Jahr 2050 noch dreimal die EU-Bevölkerung dazu. Ist besonders interessant, wenn ich dazu einen Vortrag in Österreich halte. Weil die österreichische Bevölkerung kommt jeden Monat dazu. Fällt überhaupt nicht auf. Das ist global betrachtet völlig irrelevant. Ändert aber nichts daran, dass auch die Österreicher die Welt retten wollen. Man glaubt gar nicht, wer alles die Welt rettet. Also das eigentliche Problem ist die Zahl. Und die Zahl wiederum ist insbesondere heute die Zahl in Afrika. Afrika hat heute 1,2 Milliarden Menschen. In 30 Jahren sind es 2,4 Milliarden. Es kommen also in 30 Jahren 1,2 Milliarden Menschen dazu. Dann ist allein der Zuwachs in Afrika dreimal die Bevölkerung der EU in 30 Jahren. Der Staat in Afrika mit der größten Bevölkerung ist Nigeria, 200 Millionen Menschen. Die haben im Jahr 2050 dann 400 Millionen Menschen. Da kommen also 200 Millionen Menschen in 30 Jahren dazu in Nigeria. Nigeria ist dann der drittbevölkerungsreichste Staat der Welt. Hinter Indien. Indien hat dann China dicke überholt. Und dann kommt Nigeria und dann kommen die USA. Das folgende Bild zeigt die Situation. Das ist ein Bild über den Zuwachs an Menschen. Und da sieht man also im Wesentlichen wächst es in Afrika. Dann gibt es noch Mittel- und Lateinamerika, Südostasien, im Besonderen Indien. Das sind die Stellen, wo die Bevölkerung wächst, ganz schnell wächst. Und wenn der Staatengemeinschaft nichts einfällt, kommen zwischen 2050 und 2100 noch einmal 2 Milliarden dazu. Und anzahlmäßig kommt das dann alles in Afrika dazu.
Und Afrika ist dann im Jahr 2100 bei 4 Milliarden. Und von den dann 20 größten Städten der Welt liegen 16 in Afrika und keine einzige in China, damit man nur so eine, also wir brauchen von Europa und so sowieso nicht zu reden. Aber in China ist dann auch schon keine mehr von den 20 größten Städten. Aber man muss hoffen, dass die Weltbevölkerung sich vielleicht bis 2050 stabilisiert. Also Sie wissen ja, wie schwer wir es mit dem Klima haben, irgendwas hinzukriegen. Jetzt stellen Sie sich einfach vor, die Bevölkerung von Baden-Württemberg würde sich die nächsten 30 Jahre verdoppeln. Und dann überlegen Sie, was Sie mit dem Klima machen würden, wenn Sie in 30 Jahren die Bevölkerung verdoppelt. Dann versteht man so ungefähr die Probleme, die es weltweit gibt. Das ist eine Analyse, die wir für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gemacht haben. An der kann man die Probleme ganz gut erkennen. Man sieht hier Deutschland und unsere Pläne, CO2 einzusparen. Also wir sind da dieser schmale Streifen und die obere blaue Hälfte, die wollen wir einsparen. Der Streifen ist so schmal, weil es nur 80 Millionen Deutsche gibt. Also in diese Richtung kommt die Bevölkerungsgröße. Ja? Auf der X-Achse ist die Bevölkerungsgröße. Wenn wir über Europa reden, ist das alles ein bisschen mehr. Da sehen Sie, da geht es so in Richtung 0,5. 0,5 steht hier für 500 Millionen. Also, da sind wir Europa. Richtig interessant ist China. Da sehen Sie, das geht bis 1,4 da unten. Das sind 1,4 Milliarden Menschen. Also das hier. Das sind 1,4 Milliarden Menschen. Drum kommt in China schon was zusammen. Aber auf die Zukunft bezogen ist da unten Afrika und Indien zusammen. Und die sind dann über 4 Milliarden. Das ist dreimal die jetzige Bevölkerung von China. Wenn man sich jetzt anguckt, wo eingespart und wo mehr emittiert wird, dann sieht man, hier wird eingespart und da wird mehr emittiert. Und Sie sehen, bei uns kann man nicht so viel einsparen, weil es fast keine Deutschen gibt. Wenn ich jetzt in Österreich wäre, da gibt es gar keinen Streifen. Österreich ist nur der Strich selber. Das ist ja ein Zehntel von uns, da ist nichts. Ist leicht grausam, aber so ist normal. Also die Österreicher sind überhaupt nur die Y-Achse. Einsparung sinnlos, ja? Gibt keine. Wir sind ein bisschen was. Aber wenn man bei Zuwächsen schaut, da sieht man, bei China kommt ordentlich was dazu. Bei Afrika und Indien, da kommt richtig was dazu. Und während bei uns die Leute fabulieren von einem 1,5-Grad-Ziel, zu dem wir beitragen und unsere Pflicht erfüllen, und von einem 2-Grad-Ziel, man muss sich nur diese Bilder angucken, da weiß man, das ist alles vollkommen absurd. Es wird niemals ein 1,5-Grad-Ziel erreicht und es wird niemals ein 2-Grad-Ziel erreicht. Die Welt ist auf einem ganz anderen Trip. Aber die Idee ist immer, wir machen uns Mut, wir erzählen uns, was wir für tolle Pläne haben, auch wenn diese Pläne überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und die Realität ist die Not aller dieser Menschen in Afrika und in Indien. Und die wollen alle einen bescheidenen Wohlstand. Und in Afrika liegen sie heute teilweise bei 0,5 Tonnen CO2 pro Jahr. Und wenn die sich in Richtung 2 Tonnen bewegen, kommt eben pro Afrikaner 1,5 Tonnen dazu. Und wenn nun die Anzahl der Afrikaner auf 2,4 Milliarden anwächst bis 2050 und dann kommen überall noch diese 1,5 Tonnen dabei, dann kommen etwa 4 Milliarden Tonnen dazu. Das ist viel mehr, als die Europäer emittieren. Da können die Europäer auf Null gehen.
das ist schon weniger als alleine bei den Afrikanern dazukommt, obwohl die Afrikaner dann nur bei 2 Tonnen sind, während wir ja im Moment bei ungefähr 10 Tonnen sind. Also dazu muss man auch nicht Mathematik studieren, ja. Dazu reicht eigentlich eine normale Grundschulausbildung, dann würde man das alles wissen können. Also unser wirkliches Problem ist diese Riesendynamik und das ist wieder Indira Gandhi. Weil Indira Gandhi hat gesagt, nachholende Entwicklung. Und in den Sustainability Development Goals der Vereinten Nationen steht drin, arme Länder haben ein Recht auf 8% BIP-Wachstum pro Jahr. BIP-Wachstum pro Jahr, damit sie überhaupt einmal die wachsende Bevölkerung auf dem Niveau ernähren können, auf dem sie sind. Und dann noch ein kleiner Wohlstandszuwachs. Also wir brauchen das Wachstum alleine schon, weil die Weltbevölkerung so wächst. Und bis heute ist es unvermeidbar mit CO2-Emissionen verbunden. Ich arbeite viel mit dem früheren Minister Müller zusammen. Also ungefähr 8 Jahre habe ich das gemacht. Heute ist der Chef von UNIDO, der ist jetzt also auf der Ebene der United Nations, der Generalsekretär für das United Nations Industrial Development Program. Und der sagt immer, wir haben in Afrika ungefähr 700 Millionen Menschen, die haben keinen Zugang zu einer Steckdose. Und es gibt ein Menschenrecht auf Zugang zu einer Steckdose. Also wir kämpfen dafür, dass jeder Mensch Zugang zu einer Steckdose hat. Das heißt im Moment in den Planungen in Afrika 500 neue Kohlekraftwerke. Auf die ganze Welt bezogen 1000 neue Kohlekraftwerke. Weil anders können wir dieses Menschenrecht nicht erfüllen. Nebenbei gesagt, Wohlstand ist, wenn man von Gewaltmaßnahmen absieht, die einzige Möglichkeit, dass man irgendwann das Bevölkerungswachstum in den Griff bekommt. Dafür braucht man Wohlstand, Ausbildung, Stärkung der Rolle der Frau, stärkere Eigentumsrechte, also so das übliche Programm. Aber dieses übliche Programm braucht man mindestens eine Steckdose. Es gibt sozusagen kein Programm ohne Steckdose. Also vernünftigerweise müssen wir das wollen, dass jeder Zugang zu Energie hat. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass da potenziell diese riesen CO2-Zuwächse drohen? Nun, hier sehen Sie mal Herrn Müller. Und was sagt er? In den großen Entwicklungs- und Schwellenländern, da entscheidet sich, was mit dem Klima passieren wird. Entscheidet sich nicht hier. Entscheidet sich in den großen Entwicklungs- und Schwellenländern mit rasch wachsender Bevölkerung. Nun, man erkennt das am besten am Beispiel China. Ich kann mich noch gut erinnern an die Debatten über China vor 30 Jahren, vor 20 Jahren. Da waren die Chinesen pro Kopf noch bei etwa 2 Tonnen CO2. Jetzt sind die Chinesen bei 7 Tonnen oberhalb des EU-Durchschnitts. Sie liegen noch unterhalb den Deutschen, weil die Deutschen in der EU besonders hoch liegen. Aber die EU als Ganzes liegt schon pro Kopf tiefer als China. Aber der entscheidende Unterschied ist eben, es gibt 3-mal so viele Chinesen wie Menschen in der EU. Die Folge davon ist, dass China heute mehr CO2 emittiert als alle Industrieländer zusammen. Also die eigentliche Größe in Bezug auf CO2 ist heute China. Wir reden uns zwar immer ein, wir wären schuld. In einem gewissen Sinne gibt es uns aber gar nicht mehr. Und die Chinesen, weil sie als Entwicklungsland laufen, dürfen laut Paris-Vertrag noch bis 2030 ihre CO2-Emissionen erhöhen. Und die werden das auch tun. Also Paris-Vertrag heißt nur, dass reiche Länder ihre Emissionen absenken. Ärmere Länder müssen ihre Emissionen nur relativ zu ihrem BIP absenken. Also die müssen die CO2-Intensität
ihre Ökonomie reduzieren, aber nicht den Gesamtausstoß an CO2. Und die Chinesen machen das sehr konsequent. Ich meine, die Chinesen wollen die Nummer eins auf der Erde werden. Nummer eins wird man nur, wenn man militärmäßig an die USA rankommt. Und dafür braucht man Ressourcen ohne Ende. Und die Chinesen setzen diese Ressourcen ein, unter anderem um Taiwan zu kapern. Und da muss man nicht erwarten, dass irgendeiner seine CO2-Emissionen absenkt. Ja? Also die Chinesen haben jetzt zugesagt, dass sie die Finanzierung von Kohlekraftwerken in anderen Ländern über eine gewisse Zeit aufgeben werden. Also das war Teil von ihrer neuen Seidenroutenstraße, dass sie sehr viele Kredite gegeben haben, um woanders mit Kohlestrom zu produzieren, den sie sich dann haben schicken lassen. Und das war die Bezahlung für den Kredit. Und sind die Chinesen gut in Fantasie? Also wenn China solche Anlagen nicht mehr finanziert, hat China immer irgendein Tochterunternehmen, ein Freundesunternehmen oder irgendein anderes Unternehmen, was finanziert. Also es soll sich keiner irgendeine Illusion geben, dass das jetzt aufhören würde, weil es kein Geld mehr gibt. Es gibt viel Geld und Energie ist die Voraussetzung dafür, noch mehr Geld zu produzieren. Und Geld bestimmt die internationale Ökonomie und das Geld wird immer seinen Weg dahin finden. Das ist das globale Programm, ist nicht das Programm in Deutschland. Also Sie wissen, die Deutschen steigen aus der Kohle aus. Bis 2038 steigen wir aus 40 Gigawatt Kohle. Und im Moment wollen wir das vielleicht bis 2030 vorziehen. 40 Gigawatt Kohle. Die Chinesen haben in 2019, in 2020, in 2021 und in 2022 in jedem Land mehr als 40 Gigawatt Kohle neu installiert. So, wir meinen, wir retten die Welt, wenn wir aus der Kohle aussteigen. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie viele Probleme wir noch kriegen werden, weil wir aus der Kohle aussteigen. Aber man muss sich klar darüber sein, was an anderer Stelle passiert. Und dieses Bild, was ich eben hatte, soll einem zeigen, dass in Indien und in Afrika potenziell noch mehr passieren wird als bisher in China. So, ich habe dazu bereits 2009 in einem Paper nach dem Scheitern der großen Klimakonferenz in Kopenhagen beschrieben, was wahrscheinlich passieren wird. Und genauso ist es auch gekommen. Also, Kopenhagen war der letzte große Versuch, ein sogenanntes globales Cap-and-Trade-System zu installieren. Und die Kernfrage war auch damals die Gerechtigkeitsfrage. Also, wenn wir die globale CO2-Menge beschränken, ist die zentrale Frage, wie viel Rechte bekommt das einzelne Land oder der einzelne Mensch? Wie verteilt man die Rechte? Ich weiß nicht, wie würden Sie das machen? Ich gucke mal in den Raum. Wenn Sie zuständig wären, Sie würden sagen, die Welt hat noch so viel CO2-Emissionen in diesem Jahr und dann weniger im nächsten Jahr und weniger im nächsten Jahr und noch weniger. Im nächsten Jahr, wie würden Sie die CO2-Rechte verteilen? Eine oder einer müsste dort eine Meinung haben. So ein junger Mann, was würden Sie machen, wenn Sie der Oberchef wären? Wie? Das ist schwierig. Ich finde, das ist, also Sie müssen eine unheimlich gute Ausbildung hinter sich haben. Sie könnten Politiker werden. Weil mit dieser Antwort liegen Sie garantiert richtig, haben aber im Wesentlichen nichts gesagt. Das ist natürlich auch eine Kunst. Aber wir sind jetzt ja hier in der Wissenschaft und da besteht die Kunst darin. Was würden Sie machen? Ja, es geht mit dem CO2-Preis anders. Wenn Sie ein globales Cap-and-Trade-System haben, werden zunächst die Rechte verteilt und dann werden die Rechte gehandelt und versteigert und das gibt den Preis. Also der Preis entsteht, indem Sie letzten Endes
Auktionen machen über die Menge, die sie noch zulassen. Das ist so wie im europäischen Emissionssystem. Wir haben ja ein europäisches Emissionssystem für 45% unserer industriellen Aktivitäten. Also der gesamte Energiesektor beispielsweise ist im European Trading System. Da ist die Menge der CO2-Emissionen gedeckelt und das Volumen sinkt jedes Jahr. Und das Volumen wird versteigert und über die Versteigerung ergibt sich der Preis. Mit der Folge, dass wir genau so viel emittieren, wie wir zulassen. Und das hat die ganzen letzten 15 Jahre jedes Jahr auf Hinterkommastellen geklappt. Also mit einem Cap-and-Trade-System kriegen Sie immer genau raus, was Sie reinstecken. Die Variable ist dann der Preis. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, wenn Sie eine bestimmte Menge CO2 pro Jahr zur Verfügung haben für die ganze Welt, wie viel davon kriegen erstmal die Chinesen, wie viel kriegen die Amerikaner, wie viel kriegen die Russen, wie viel kriegen die Inder, wie viel kriegen die Engländer? Und die Frage ist ja, wie verteilen Sie erstmal die Menge auf die Menschheit, politisch? Ich habe noch eine Frage. Wie ordnen Sie denn die Emissionen zu? Ich habe Sie nicht verstanden. Wie ordnen Sie die Emissionen zu? Also ist derjenige, der emittiert, der produziert oder der konsumiert? Das ist, glaube ich, bei der EU, das ist bei der UN ja klar. Weil auf der UN-Ebene sind die Träger der UN die Member States, also die Staaten. Also ist vertragstechnisch der einzige Adressat die Welt der Staaten. Damit ist auf UN-Ebene völlig klar geregelt, die Bilanzierung passiert auf der Ebene der Staaten, weil die Staaten auch für die Durchsetzung von Begrenzungen auf ihrem Territorium zuständig sind. Also vollkommen klar, es wird pro Land geguckt, wie viele Emissionen auf dem Territorium dieses Landes passieren. Anders ausgedrückt ist es die Aufgabe des Landes, dafür zu sorgen, dass auf seinem Territorium nicht mehr emittiert wird, als er Rechte zur Emission hat. Allerdings, wir reden im Moment über die Primärrechte. Die Primärrechte sind die erste Verteilung. Anschließend kommt das Trading. Also reiche Länder können armen Ländern Rechte abkaufen. Das Problem, was Sie da im Moment sehen, kann man über das Trading regeln. Also man könnte sogar so über Trading arbeiten, dass jedes Land verpflichtet ist, die importierten CO2-Mengen über Trading aus seinem Budget dem anderen Land zu zahlen. Das könnte man alles regeln. Aber es geht jetzt im Moment um die Primärzuordnung. Nach welcher Logik machen wir die Primärzuordnung? Gut, ja. Also ich würde so vorgehen, die drei entwickelten Drittländer müssen. Dankeschön. Also ich würde so vorgehen, die weit entwickelten Industrieländer werden weniger bekommen, entsprechend eben dem bisherigen historischen CO2-Ausstoß oder Treibhausgasausstoß. Und die ärmeren Länder bekommen entsprechend ein höheres Budget. Und die Frage nach dem Verteilungsschlüssel wäre wahrscheinlich, ich würde es, denke ich, pro Kopf machen. Das wäre meiner Meinung nach am sinnvollsten. Gut, jetzt haben Sie eine der drei Lösungen. Die Lösung, die Sie genannt haben, Sie haben im Grunde genommen zwei Lösungen vermengt, aber das Wichtigste war der letzte Punkt. Sie haben gesagt, Sie würden es pro Kopf gleich machen. Das nennt man Klimagerechtigkeit und ist eine sehr naheliegende Lösung. Die zweite Lösung ist die, mit der Sie eigentlich angefangen haben, wo Sie gesagt haben, ja, die Reichen kriegen nicht mehr als bisher. Also sich irgendwie am bisher zu orientieren, heißt großvaterartig. Grandfather-like Solution. Man orientiert sich am bisher. Die dritte Lösung ist, man orientiert sich am BIP. Also man sagt, wer mehr Wirtschaftsausstoß hat, braucht auch mehr CO2. Also wir machen eine BIP-Orientation. Gut, man könnte über alle der drei Fälle, könnte man beliebig lange reden. Die Sache ist in Kopenhagen an Folgendem gescheitert. Die USA haben gesagt, es ist doch überhaupt nicht einzusehen, dass ein Inder genauso viel Rechte hat wie wir. Weil wir sind die stärkste Nation der Welt und das ist ein Entwicklungsland. Das ist doch lächerlich, dass die Inder dieselben Rechte kriegen wie wir. Außerdem haben die Inder so viele Babys.
Das heißt, jedes Jahr gibt es mehr Inder und jedes Jahr gibt es weniger CO2-Rechte und die Inder kriegen einen immer größeren Anteil von immer einen kleineren Kuchen und wir, die tollen Amerikaner, wir kriegen einen immer kleineren Anteil von einem gleichzeitig auch noch kleineren Kuchen und es darf doch wohl nicht wahr sein. So, damit war das Thema tot, weil die Chinesen wollten auch nicht. Die Chinesen haben gesagt, wir sind so viele und haben so große Pläne, wir wollen wachsen, wachsen, wachsen und pro Kopf gleich, dann haben wir in Kürze zu wenig Emissionen, dann müssen wir den Indern auch noch Emissionsrechte abkaufen, das machen wir nicht. Damit war der letzte Versuch tot, eine Lösung zu bauen, die funktioniert hätte, ein globales Cap-and-Trade-System. Haben wir also nicht bekommen. Ich habe daraufhin dieses Bild hier gemalt. In dem Bild können Sie jetzt ganz gut sehen. Ich gucke nochmal, ob das hier mit diesem roten Punkt klappt. Also, mit Paris, was natürlich damals noch nicht entschieden war, also ich habe hypothetisiert, was zum Schluss rauskommen wird, hätte man wahrscheinlich diesen Verlauf hier bekommen. Sie müssen sich jetzt vorstellen, wir sind hier im Jahr 2015, wir marschieren nach 2050. Das sind die Emissionen pro Jahr. Die These war, die Emissionen werden noch steigen. Irgendwann ab 25 werden sie langsam abnehmen. Wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen wollen, dann müssten wir aber so sehr abnehmen, dass wir hier wären. Mittlerweile haben wir 1,5 Grad entschieden. Dann müssten wir noch viel tiefer sein. Wir müssten eigentlich so verlaufen. Jetzt haben wir also die Zeit nicht genutzt. Wir sind ja jetzt bei 2022 etwa da oben. Hat sich so entwickelt, wie ich mir das gedacht habe. Die Folge davon ist, wir haben einen Überschuss von etwa 500 Milliarden Tonnen CO2 bis 2050. Gut. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, das geht so in Richtung 18 Milliarden zu viel pro Jahr. Wir sind bei 38 Milliarden pro Jahr im energienahen Bereich. Also wir müssten es etwa halbieren. Ist praktisch chancenlos. Aber so etwa sieht die Situation aus. Und da sieht man auch den Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2 Grad. Also das ist hoffnungslos. Jetzt kommt noch was dazu. Und ich habe das hier mal kurz so aufgelistet. Bei uns gibt es ja Leute im Moment, die fallen regelrecht über die Russen her. Die Russen sind ja jetzt der absolute Bösewicht. Die Russen stehen an der Ukraine. Die Russen, das sind Okkupatoren. Ich weiß nicht, was die Russen alles sind. Und viele Leute würden sich freuen, die Russen könnten kein Gas mehr verkaufen. Die hätten eine diebische Freude. Ich frage mich nur, wie lange. Denn wenn die Russen kein Gas und kein Öl mehr verkaufen können, dann marschiert Russland in Richtung eines Failing States, aber vollgepumpt mit Atomwaffen. Ich glaube, Sie müssen nur mal 3 Minuten nachdenken, um sich vorzustellen, was die Russen der Welt antun könnten, wenn die Welt den Russen antut, dass sie in eine ökonomische Katastrophe marschieren. Also ich danke dem Himmel für jede Tonne Gas, die wir den Kubikmeter Gas, die wir den Russen abkaufen, weil kaum eine Vorstellung ist für mich schlimmer als die Russen in Not. Also wir müssen uns ja Lösungen überlegen, mit denen die Russen klarkommen, die Iranis klarkommen, die Saudis klarkommen. Wenn die alle nicht klarkommen mit dem, was wir wollen, kriegen wir Krieg. Also wir brauchen für die Lösung des Klimaproblems eine friedliche Lösung. Sonst gibt es sowieso keine Lösung. Wird heute viel zu wenig darüber diskutiert. Okay, damit schließe ich mal den Einführungsteil. Und das ist auch der historische Teil. Und komme zu einem Ansatz, für den wir die letzten Jahre viel Zeit investiert haben. Also wir haben uns beschäftigt mit Negativemissionen und mit Top-Emittern. Bei den Negativemissionen geht es darum, CO2 aus der Atmosphäre rauszuholen. Wir diskutieren ja meistens nur, man soll keins reintun.
Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, CO2 rauszutun. Das andere Thema ist das Thema der Top-Emitters. Es sind Leute, die viel CO2 emittieren. Im globalen Maßstab ist ein Deutscher schon im Durchschnitt fast ein Top-Emitter mit seinen 10 Tonnen. In den USA liegt der Schnitt so bei 16 Tonnen. Wie gesagt, in Afrika haben wir viele mit 0,5 Tonnen. Aber es gibt auch Leute, die haben 100 Tonnen, 200 Tonnen, 500 Tonnen, 1000 Tonnen. Die nennen wir Top-Emitters. Das sind Leute, die richtig viel CO2 in den Himmel pusten. Wobei das jetzt nicht zu verstehen ist als ein Vorwurf, sondern das sind zum Beispiel Leute, die pro Jahr in ihrer Rolle als Chef irgendeiner Firma 100 Interkontinentalflüge machen. Also die fliegen eben so und so oft in die USA und so oft nach Singapur und so oft nach Südafrika und machen da diese Geschäfte und da jene Geschäfte und die fliegen dauernd und die sind ein Top-Emitter. Und ich muss Ihnen nicht beschreiben, dass ein Flugzeugpilot ein Top-Emitter ist, der fliegt die ganze Zeit. Die Frage ist, soll ich jetzt einem Flugzeugkapitän vorwerfen, er sei ein Top-Emitter, weil er dauernd fliegt? Nee, dauernd zu fliegen ist sein Job, der fliegt ja nicht zum Vergnügen. Er ist aber trotzdem ein Top-Emitter. Und die Frage ist ja, wie ist die Situation von Top-Emitters zu anderen? Und da gibt es ein sehr schönes Bild, man nennt es das Kelch-Bild. So ein bisschen wie so ein Shampoos-Kelch, ja, zum Silvesterfest. Und da sieht man, viele Leute sitzen da unten, wenige sitzen da oben. Da oben sitzen die 10%. Und diese 10% haben etwa die Hälfte aller Emissionen. Aber in den 10%, ein Zehntel, 1%, die haben ungefähr ein Viertel aller Emissionen. Und wenn Sie von diesem 1% nochmal ein Zehntel nehmen und gehen zu einem Tausendstel, dann haben die auch noch, hat dieses Tausendstel 12%. Und hier sind ja bestimmt Ökonomen dabei bei den jungen Leuten. Haben wir Ökonomen? Das ist auch merkwürdig. Beim Klimathema kein Ökonom. Sehr verdächtig. Weitergeben, ja? Also, ich wollte sagen, Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Piketty, wo er die Einkommensverteilung weltweit analysiert. Das sind so Muster von diesem Typ. Ja. Das heißt, die Pyramide nach oben, das ist schon heftig. Aber wir haben das gar nicht mal so sehr gesehen als einen Vorwurf, sondern wir haben gedacht, kann man nicht vielleicht die Top-Emitters motivieren, dass sie dafür zahlen, dass wir das Problem lösen? Weil wir ja ein Gerechtigkeitsproblem haben. Es muss ganz viel Geld in die armen Länder. Und die Staaten können das nicht. Die Bevölkerung will es nicht, die Medien wollen es nicht, die Populisten wollen es nicht. Also wenn sie Geld in den Süden tun müssen, müssen das Private machen. Das können nur sehr reiche Private sein, die das machen. Die wollen wir motivieren. Gut, wir haben dafür mit dem Minister die Allianz für Entwicklung und Klima gegründet. Und diese Allianz hat zwei Ziele. Die will das Klimaproblem so lösen, dass es gleichzeitig die Entwicklung fördert. Also viel Geld in armen Ländern ausgeben, das in den armen Ländern der Wirtschaft hilft, den Menschen hilft, für Menschenrechte, für Biodiversität wirkt, gleichzeitig das Klima löst. Idealbeispiel Aufforstung und Regenwaldschutz. Also ganz großer Das Anliegen ist, die biologische Seite der Kompensation zu erschließen. Es geht letztlich um 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr, die man aus der Atmosphäre rausholt. Das Ganze wird ungefähr 500 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Wenn Sie die Zahl in irgendeine Beziehung setzen wollen, die Entwicklungshilfe liegt bei etwa 170 Milliarden. Ja. Wir würden von Deutschland diesen 500 Milliarden Anteil zahlen müssen. Gut, man macht die Nature-Based Solutions, wie das Aufforsten, man macht erneuerbare Energien, aber man macht es in den armen Ländern. Das Geld muss da unten runter. Und
Die Allianz hat sich mittlerweile gut entwickelt. Das ist also ein Bündnis freiwilliger Akteure. Sind viele Universitäten dabei. Ich glaube, Ulm ist auch dabei, wenn ich mich recht erinnere. Ulm ist auch dabei. Sind viele Städte, nicht verwunderlich Ulm. Es sind auch zum Beispiel zwei Bundesliga-Vereine der ersten Liga, Hoffenheim und 1. FC Köln. Es ist im Eishockey, sind die Straubing Tigers dabei. Bei den Servicegesellschaften ist Lions Deutschland. Also es gibt ganz, ganz viele Partner. Und das Schöne ist, wenn man die Allianz unterstützen will, es gibt jetzt ungefähr 1200 Unterstützer. Man tritt keinem Verein bei. Man unterschreibt eine Unterstützererklärung. Und bei der kämpft man dafür, also ein Unterstützer kämpft dafür, dass das Engagement im globalen Süden positiv ist. Wir haben in Deutschland ein anderes Vokabular. Jemand, der freiwillig mit seinem Geld Projekte im Süden des Globus fördert, von dem sagt man, er kauft sich frei, er ist ein Greenwasher, er betreibt Ablasshandel. Bei uns werden die Leute verfolgt, wenn sie freiwillig woanders Geld ausgeben. In der Allianz kämpft man dafür, dass das sinnvoll ist. Im Jahr 2020 hat sich Robert Bosch von einem Tag auf den anderen für Klimaneutralität erklärt. Sind ein großer Unterstützer der Allianz, sind auch im FAW Stifter. Bosch von einem Jahr aufs nächste mit 400.000 Mitarbeitern, Einsparung CO2 pro Jahr etwa 4 Millionen Tonnen. Davon etwa die Hälfte über Kompensation im Süden, die andere Hälfte über Grünstrom hier. Also was ich damit sage ist, wenn jemand von Ihnen interessiert ist, jeder kann Unterstützer werden, jeder kann die Unterstützererklärung unterschreiben. Und ich habe jetzt was mitgebracht. Ja, ist schon verteilt. Das gibt es erst seit 3 Tagen, denn diese Allianz, die mittlerweile als Stiftung organisiert ist, macht jedes Jahr eine Akademie. Und Studenten können sich für die Teilnahme an der Akademie bewerben. Und der Link für die Bewerbung ist bei Frau Bräuninger. Und die Delegierten des letzten Jahres haben selber ein sehr schönes Heft produziert. Das sind also die, man so will, die jungen Botschafter oder sie heißen Delegierte, die haben ein sehr, sehr schönes Heft produziert, in dem man gut versteht, was die Allianz tut. Und im Moment ist, wie gesagt, die Einschreibung offen und wer von Ihnen Lust hat, kann da sich gerne bewerben, dass er in der nächsten Botschafterrunde dabei sein will. Okay, ich komme damit zum dritten Unterpunkt, das sind die neuen Erneuerbaren. Sie wissen ja, in Deutschland gibt es den Glauben, dass wir die Klimaprobleme der Welt lösen, indem wir in Deutschland Windräder überall installieren und Photovoltaik. Diese beiden nennt man die neuen Erneuerbaren. Und gerade die neue Regierung hat viele Pläne, aber ich stelle jetzt mal eine Frage in den Raum. Wie viel Prozent des Nettoenergieverbrauchs in Deutschland wird im Moment über neue Erneuerbare abgedeckt? Also wir reden über Netto, nicht Brutto. Wenn Sie Brutto, der Bruttoenergieverbrauch ist viel größer als der Nettoenergieverbrauch, weil zum Beispiel bei der Umwandlung von Kohle in Strom geht sehr viel Energie verloren. Also Netto ist viel weniger als Brutto, was man ja auch erwarten würde. Also wir sind jetzt beim Nettoenergieverbrauch. Wie viel davon kommt von den neuen Erneuerbaren, die ja in Deutschland ein Riesenthema sind? Sie sind ja ein richtiger Professor. Aber es sind nur 7%.
Und jetzt fragt man sich ja, weshalb Sie glauben, dass es 25% sind. Das liegt natürlich an Folgendem. Strom ist bei uns ein kleiner Teil des Energieverbrauchs. Also Strom sind ungefähr 600 Terawattstunden und die Netto-Situation sind 2500. Also Strom ist schon mal sowieso nur ein Viertel. So, von diesem Strom ist aber noch die Hälfte Kohle. Kohle, Gas, Atomstrom. Also jetzt sind wir von einem Viertel runter auf ein Achtel bis ein Zehntel. Dann sind wir bei den Erneuerbaren. Aber mehr als die Hälfte der Erneuerbaren sind die alten Erneuerbaren. Und die alten Erneuerbaren, das ist Wasserkraft und Biomasse und so weiter. Also die neuen Erneuerbaren sind ungefähr die Hälfte der Erneuerbaren, die wiederum weniger als die Hälfte des Stroms sind, der wiederum weniger als ein Viertel des Gesamtenergieverbrauchs ist. Deshalb ist der Energiebeitrag der neuen Erneuerbaren ganz klein. Aber wir glauben alle, er sei riesig. Ja? Weil wir auch ganz viel Geld dafür bezahlen. Wir haben ja die höchsten Strompreise Europas. Ja, bitte? Ja, es ist die Frage, wie man damit umgeht. Also wir können das natürlich jetzt bedauern und können sagen, das ist alles völliger Quatsch, was wir da machen. Oder wir können sagen, die neuen Erneuerbaren gehen in Richtung Elektrifizierung. Das würde zum Beispiel beim Verkehr bedeuten, dass wir zusätzlich 130 bis 150 Terawattstunden pro Jahr brauchen und dass wir gleichzeitig 750 Terawattstunden einsparen an fossile Energie. Das ist das größte Energiesparprogramm, was wir je hatten. Aber ja, wir diskutieren ja nachher noch. Also ja, ich ja, bin ja, aber Sie machen jetzt sozusagen Teile von meinem Vortrag. Ich danke auch für die Hilfe. Was Sie aber im Kern gesagt haben, ist, wir müssen einerseits die Stromproduktion wesentlich ausdehnen. Dann ersetzen wir andere Dinge durch Strom. Dann müssen wir den Anteil der neuen Erneuerbaren innerhalb des Stroms deutlich erhöhen, während wir außerdem noch die Menge des Stroms erhöhen. Und dann sind wir eben voll in der politischen Debatte. Nun, ich will Ihnen mal einen Eindruck davon geben, was das bedeutet, neue Erneuerbare. Das ist ein Jahr neue Erneuerbare. Und für diesen Strom gibt es den Namen Flatterstrom. Das heißt, er hat die interessante Eigenschaft, er ist mal da, er ist mal nicht da. Jetzt haben wir an diesem Strom, an diesem Thema sehr viel gearbeitet. Und ein guter Eindruck über die Situation entsteht, wenn man sich die Stunden des Jahres anguckt, das sind also fast 9000 Stunden, guckt sich für jede Stunde an, wie viele neue Erneuerbare sind da, ordnet dann so ein bisschen wie bei der Lorenzkurve die Mengen von links nach rechts wachsend und dann kriegt man so eine Kurve. Und interessant ist an der Kurve, der Mittelwert ist hier auf 100 gesetzt. Das ist also die mittlere Strommenge pro Stunde. Die ist hier. Das ist die mittlere Strommenge pro Stunde. Und Sie können sehen, wie oft es diese Menge Strom gibt. Und jetzt wächst der Strommenge aber bis 350%. Also mit anderen Worten, wir haben sehr oft weniger als Durchschnitt. Wir haben immer wieder viel mehr als Durchschnitt. Und das bestimmt so ein bisschen das Bild. Jetzt kann man hier noch eine Menge Mathematik machen und kriegt zum Schluss sowas hier. Und was Sie jetzt erkennen ist, wir haben Verhältnisse mit Angebot der neuen Erneuerbaren unter Durchschnitt in etwa 60% der Stunden und zusammen bringt das 30% des Stroms. Und in 40% der Stunden haben wir deutlich mehr und das bringt 70% des Stroms. Also anders ausgedrückt, die neuen Erneuerbaren bringen uns über die größte Spanne des Jahres weniger als Durchschnitt und deshalb bringen sie uns in relativ kurzer Zeit ein Vielfaches des Durchschnitts. Das ist eine sogenannte schiefsymmetrische Verteilung.
Okay, das ist nun mal so. Die Natur ist eben so, wie sie ist. Und ein Problem zum Beispiel von der Photovoltaik ist, es gibt eben nachts keinen Strom. Fertig. Da ist der Beitrag null. So, man kann die Kurve auch sehr, ein Mathematiker würde sagen, ich mache jetzt eine Weibull-Verteilung. Und dann kann ich mich interessieren, wie oft habe ich denn weniger als 20%, 30%, 40% des Durchschnitts. Ich kann genauso fragen, wie oft habe ich denn mehr als 1,4, 1,5, 2, 3 mal Durchschnitt. Das muss man sich alles angucken. Und wenn man das alles weiß, dann kann man zum Schluss die Frage stellen, die die Frage aller Fragen ist. Nämlich, angenommen, ich habe nur noch neue Erneuerbaren. Jetzt bin ich bei dem jungen Mann hier vorne, der sagt, wir müssen ausbauen. Jawohl, machen wir, plant die Regierung. Ich habe zum Schluss nur noch neue Erneuerbaren. Dann habe ich aber diese Riesenvolatilität. Also, obwohl ich 100% Strom habe als neue Erneuerbare, habe ich zu großen Zeiten zu wenig, aber ich habe komplementär zu anderen Zeiten zu viel. Jetzt ist eine der Ideen, dass man den Überschussstrom in grünen Wasserstoff verwandelt, den man dann, wenn kein Wind und keine Sonne ist, wieder verbrennt und damit letzten Endes eine ausgeglichene Situation schafft. Und diese Studie zeigt, jawohl, wenn ich sozusagen 100% neue Erneuerbare habe und weite das noch auf 120% aus, dann kann ich 70 Terawattstunden Überschuss produzieren. Und das ist doppelt so viel wie die Lücke von 36. Und die Umwandlung von Strom in Wasserstoff in Strom führt dazu, dass etwa die Hälfte der Energie weg ist. Ich muss also doppelt so viel Überschuss haben wie Lücke. Und das ist bei 120% der Fall. Und dann hätte ich ein ausgeglichenes System. Gut, wir halten das für keine kluge Lösung aus einer Vielzahl von Gründen. Alleine, weil das mit dem Windkraftausbau und so nicht klappen wird. Und das bringt mich jetzt zum Schluss. Und da kann ich ein bisschen vielleicht auch, Herr Groß, an Ihren Vortrag anknüpfen. Wir haben hier vor einiger Zeit in Ulm einen Verein gegründet, der heißt Global Energy Solutions. Und Sie sehen hier die Gründungsveranstaltung im Rathaus. Und da sehen Sie auch den Staatssekretär aus dem Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Hier ist aber zum Beispiel auch der Amtschef vom Verkehrsministerium in Baden-Württemberg dabei. Also, es wurde dieser Verein gegründet, der vor allen Dingen darauf setzt, dass wir in den Sonnenwüsten der Welt, also nicht bei uns, Unmengen neuer Erneuerbarer erzeugen und die in grünen Wasserstoff transformieren und dann mit diesem grünen Wasserstoff was machen. Und zwar etwa zur Hälfte nutzen und die andere Hälfte zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe verwenden, insbesondere Methanol, Methan und Ammoniak in grüner Variante. Gut, und die Gesamtphilosophie dieses Vereins, der mittlerweile in einem Projekt mit 12 großen deutschen Firmen arbeitet, also von Siemens Energy über Linde und Bosch bis in Ulm zu Schwenk Zement und dem Gesamtverband der deutschen Wohnungsbauwirtschaft, EBM Papst, MTU am Bodensee, also ganz viele Industriefirmen, die alle irgendwo etwas mit dieser Thematik zu tun haben. Die Lösung, die uns insgesamt vorschwebt, und ich gucke jetzt noch mal zu dem jungen Mann, ist nicht 100%, sondern etwa 50-50 Gas mit neuen Erneuerbaren, aber Gas mit CCS. Also man nimmt Gas, fängt das CO2 ab, macht den Strom aus Gas klimaneutral, indem das CO2 abgefangen wird. Das Gas fängt die Volatilität auf. Man bekommt dann ein stabiles System. Weltweit geht es also darum, dass man die klassischen Fossilen geeignet mit den neuen Erneuerbaren koppelt.
Die gepunktete Linie sind die CO2-Ströme. Die CO2-Ströme, die werden entweder in eine Rezyklierung überführt, also ich nehme mir das CO2, verbinde es mit grünem Wasserstoff, mache daraus ein grünes Methan, betreibe mit dem grünen Methan ein Gaskraftwerk, fange das CO2 wieder ab und habe also im Grunde genommen ein sogenanntes Carbon Capture and Usage. Oder ich nehme das CO2 und verpresse es. Dritte Variante ist, ich nutze das CO2, um es in Basalt, das kann man da machen, wo Vulkanismus ist und sozusagen die verschiedenen tektonischen Platten aufeinandertreffen und man sehr viel Wärme aus dem Erdinneren hat, kann man das CO2 in eine basaltartige Struktur überführen. Die ist also dann Hardware, die ist steinartig. Man kann das CO2 in die alten Kavernen verpressen, wo das Öl und das Gas herkamen. Das ist das norwegische Angebot. Norwegen betreibt es seit 30 Jahren. Für Leute, die sich für Kreislaufwirtschaft interessieren, das wäre ein Kohlenstoffkreislauf. Also ich hole den Kohlenstoff aus einer Kaverne unter dem Ozean. Ich benutze das entsprechende Gas oder das Öl. Ich fange das CO2 wieder ab und bringe diesen Kohlenstoff in die Kaverne, wo er herkam. Und da war er schon Millionen Jahre und da kann er die nächsten Millionen Jahre bleiben. Also wir machen einen Kreislauf mit Kohlenstoff technisch oder wir machen einen Kreislauf mit Kohlenstoff biologisch. Und das sind die Nature-Based Solutions da hinten. Das ist die biologische Seite. Oder ich mache daraus ein Carbon Capture and Storage. Und damit kann man im Grunde genommen unserer Ansicht nach ein vernünftiges globales Energiesystem aufbauen. Und das ist das Thema, wo ich die letzten Jahre die meiste Zeit reinstecke. Also wie machen wir das weltweit? Und ich ende jetzt mit einem Bild. Da sind wir auch wieder bei Minister Müller und UNIDO. Und natürlich verfolgen wir die Themen jetzt auf der UNIDO-Ebene. Stellen Sie also vor, Sie haben ein Stahlkraftwerk und Sie machen das klimaneutral, indem Sie den Koks wegtun und Sie reduzieren letzten Endes das Eisen mit dem Gas und Sie fangen das CO2 ab. Entscheidend ist, jemand muss das bezahlen. Oder Sie nehmen irgendeines der Kohlekraftwerke in Indien, Kohlekraftwerk in Ägypten, 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr Kohlekraftwerke. Wir wollen das CO2 abfangen. Ein radikal grün orientierter in Deutschland, der würde sagen, das darf man nicht. Dieses Kohlekraftwerk muss abgerissen werden, wir bauen Windräder. Dann können Sie überlegen, wie Sie in Indien tausende Kohlekraftwerke abreißen. Wir würden sagen, fang an dem Kohlekraftwerk das CO2 ab, verpresse es oder überführe es in Basalt oder führe es in einen Kreislauf. Aber jemand muss das bezahlen. Bezahlen müssen es die reichen Länder. Das ist dasselbe Programm wie im Montrealer Protokoll. Uns drohte der Ozonschirm kaputt zu gehen. Die Weltgemeinschaft hat es mit dem Montrealer Protokoll gelöst. Die reichen Länder haben die Technologie bereitgestellt und die Differenzkosten übernommen. Die armen Länder haben zugestimmt. Das Gerechtigkeitsproblem war gelöst. Wir haben den Ozonschirm gerettet. Wir wollen dasselbe beim Klima. Aber die reichen Länder müssen es bezahlen. Also wir sagen nicht den Indern, reiß dein Kohlekraftwerk ab. Schon gar nicht auf eigene Kosten, sondern fang dein CO2 ab, wir bezahlen es und wir bauen dir dein Kohlekraftwerk auf ein Gaskraftwerk um. Und wenn alles gut geht, werden wir synthetisches Gas in 20 Jahren nutzen, um dein Kohlekraftwerk zu betreiben, was dann ein Gaskraftwerk für synthetisches Gas ist. Ich will nur darauf hinaus, wie anders der Ansatz ist. In dem einen Ansatz sind sie auf Deutschland fixiert. Suche eine Lösung in Deutschland, damit sie erklären können, wir sind sauber. Hilft beim Klima nicht, wir fahren voll gegen die Wand. In dem anderen Fall überlegen Sie, mit
Bezug auf Indira Gandhi, können wir weltweit was hinkriegen, was den Wohlstand erhält, den Wohlstand mehrt, trotzdem das Klimaproblem löst und sei es mal für 60, 70, 80 Jahre. Der radikale Grüne würde sagen, das ist völlig falsch, das ist ein Lock-in-Effekt. Der würde sagen, wir müssen first time right. Es muss sofort richtig sein. Wenn ich in Indien was mache, sofort richtig. Kohlekraftwerk abreißen, Windräder hinbauen. Dann sage ich nur, wo ist das Geld fürs Abreißen? Wo ist das Geld für die Windräder? Wenn Sie das Geld nicht haben, vielleicht fangen Sie lieber das CO2 ab, wenn das einigermaßen preiswert geht. Und wir zahlen es. Entscheidend ist eigentlich, wer es bezahlt. Und das ist das Thema, mit dem sind wir primär beschäftigt. Ich habe alle Zweifel, ob es gelingen wird. Für mich ist jede Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen die Wand fahren. Ja? Wir sind seit 50 Jahren auf dem Weg, gegen die Wand zu fahren. Und warum sollen wir noch die Kurve kriegen? Aber auf jeden Fall kriegen wir auf keinen Fall die Kurve, wenn wir uns in Deutschland weiter darauf konzentrieren, mit unserem vielen Know-how und unserem vielen Geld ein Programm zu fahren, das schon bei uns nicht funktioniert, und dann den Indern zu erklären, sie sollten ihre Kohlekraftwerke abreißen und unseren Freunden, den Franzosen, erklären, sie sollten ihre Atomkraftwerke stilllegen. Als hätten wir nichts anderes zu tun, als unseren Nachbarn zu erklären, was sie tun sollen, wo die 70% ihrer Stromversorgung aus Atomkraft haben. Also mir geht es um den Fokus auf das wirkliche Problem. Wir haben immer gelernt, first things first. Wenn ich ein wirkliches Problem habe, dann muss ich mal dieses Problem lösen und nie noch 10 andere. Be focused. Also das war heute der Versuch, einen Appell zu machen. Be focused. Vielen Dank. Applaus